Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sucht mich. A warm welcome to a new episode of Seek Me and Live. Heute geht es um die Frage. Today is about the question. Wie beten wir für Menschen, die Gott nicht kennen? How do we pray for people who don't know God? Wie beten wir für Menschen, die nicht gerettet sind? How do we pray for people who aren't saved? Wie beten wir für Menschen, die deswegen vielleicht auch auf Abwegen sind? How do we pray for people who are thus perhaps on the wrong path? Das Wort Gottes lehrt uns, the word of God teaches us, dass Menschen ohne Gott verloren sind. That people without God are lost. Also ist die Frage, and so the question is, wie beten wir für verlorene Menschen? How do we pray for lost people? Ich habe 5 Punkte für dich. I have 5 points for you. Und unter dem 5. Punkt möchte ich etwas erzählen darüber, wie wir beten können für nahe Angehörige. And in the 5th point, I would like to say something about how we can pray for lost family members. Ganz besonders für eigene Kinder. Especially for our own children. Aber wir fangen vorne an. But we're going to start in the beginning. Punkt 1. Point number 1. Der Geist des Flehens. The spirit of fleeing, of pleading. Ich möchte dir vorlesen aus Zacharia 12, den Vers 10. I would like to read to you from Zechariah 12, verse 10. Da heißt es, there it says, aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and pleas for mercy. Ein ganz bekannter Vers. It's a very well-known verse. Und das hebräische Wort Tachanun, das hier steht, and the Hebrew word Tachanun, that's written here, das in der Lutherbibel mit Gebet übersetzt wurde, that is translated as prayer in the German Martin Luther translation. Dieses Wort bedeutet wortwörtlich bitten oder flehen. This word literally means to ask or to plea. Auch flehen um Gnade. As well as plea for mercy. Man könnte also wortwörtlich übersetzen. And so you could literally translate it. Ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Flehens um Gnade. I will pour out the spirit of grace and pleading for mercy. Dabei stellt sich die Frage, and so the question beckons, warum wird die Gnade hier eigentlich zuerst genannt? Why grace is listed here first? Wäre die andere Reihenfolge nicht eigentlich sinnvoller? Wouldn't the other order actually make more sense? Ich will ausgießen den Geist des Flehens um Gnade und dann will ich Gnade geben. I will pour out a spirit of fleeing for mercy and then I will give grace. Die Antwort ist aber, but the answer is, wir brauchen tatsächlich Gnade. We do need grace. Damit der Herr uns einen Geist des Flehens geben kann. So that the Lord can give us a spirit of fleeing for mercy. Warum? Why? Flehen ist Ausdruck der völligen Verzweiflung eines Menschen. Pleading is the expression of total desperation of a person. Ein Mensch, der sich in einer völlig hilflosen Situation befindet. A person who is in a totally protectionless situation. In einer hilflosen, schutzlosen oder ausweglosen Situation. Or in a helpless and dead-end situation. Bei der es vielleicht um Tod und Leben geht. In which it's maybe about life or death. Menschen flehen um Gnade vor einem Erschießungskommando. People plea for mercy before a execution squad. Kein Mensch möchte freiwillig in eine Situation kommen, in der er um Gnade flehen muss. No person voluntarily wants to be in a situation in which he or she has to plea for mercy. Der Geist des Flehens beschreibt die vermutlich intensivste Form von Gebet. The spirit of pleading describes the most perhaps intensive form of praying. Es ist der Schrei um Gnade und Hilfe. It is crying for grace and for help. Viele Stoßgebete in höchster Not haben genau diesen Charakter. A lot of short intensive prayers in dire distress have this character. Und viele dieser Gebete werden sofort und direkt erhört. And many of these prayers are answered right away. Ich bin überzeugt, I am convinced, dass wir innerlich sehr starke Schutzmechanismen haben, that we have very strong internal protection mechanisms, die mit aller Macht verhindern wollen, that are trying with all their strength, dass wir genau in eine solche Situation kommen. To prevent us from coming into a situation like this. Schutzmechanismen, die uns davor schützen wollen, protection mechanisms that want to protect us, dass wir ja nicht völlig der Gnade eines anderen ausgeliefert sind. From being at the total mercy of somebody else. Diese Schutzmechanismen verhindern aber, but these protection mechanisms prevent, dass wir die geistliche Dramatik von Not oder Verlorenheit anderer Menschen in der richtigen Weise an uns herankommen lassen. Us from correctly understanding the dramatics of the lostness of other people. Daher brauchen wir tatsächlich zuerst den Geist der Gnade. And that's why we actually do need first the spirit of grace. Damit dann
der Geist des Flehens um Gnade über uns ausgegossen werden kann. So that the spirit of pleading for mercy can come over us. Unsere inneren Schutzmechanismen müssen abgebaut werden. Our internal protection mechanisms have to be reduced. Das Herz muss weich werden. Our hearts have to become soft. Das Herz muss offen sein. Our hearts have to be open. Der Geist muss die Dramatik von Situationen erfassen können. The spirit has to be able to grasp the dramatics of situations. Weil erst dann können wir wirklich um Gnade flehen. Because only then can we really plea for mercy. Dieses Flehen um Gnade, this pleading for mercy, begleitete viele Erweckungen in der Kirchengeschichte. Accompanied many revivals during the history of the church. Der Herr möchte dieses Flehen, diesen Geist des Flehens um Gnade ausgießen. The Lord would like to pour out this pleading for mercy. Viele Gebetsdurchbrüche wird es erst mit diesem Geist geben. Only with this spirit will many prayer breakthroughs be possible. Und manche Menschen werden auch nur durch einen solchen Geist des Flehens sich bekehren können. And some people will only be able to convert through this spirit of pleading. Manche Berge werden nur so versetzt werden können. Some mountains can only be moved in this way. Manche Not wird auch nur so durch ein Wunder beantwortet werden können. Some distress can only be met in this way with a miracle. Es braucht diesen Geist des Flehens. This spirit of pleading is necessary. Wir können aber erst anfangen, zu Gott zu flehen. We can only start to ask God for this pleading. Wenn uns auch erst richtig bewusst ist, dass es sein kann, dass alles alleine an unserem Gebet hängt. If we are aware that everything is determined by our prayers. Die ewige Rettung eines Menschen. The eternal salvation of a person. Wie beten wir? How do we pray? Wenn uns bewusst ist, when we are aware, dass vielleicht alles alleine von meinem Gebet abhängt. That maybe everything is dependent on my prayer. Der Durchbruch, der die Not wendet. The breakthrough that averts distress. Was wäre, wenn er nur durch mein Gebet kommen würde? How would it be if it would come just through my prayer? Die Heilung, die ein Mensch dringend braucht. The healing that a person needs very urgently. Wie beten wir, wenn es alleine an unserem Gebet liegen würde, ob ein Mensch geheilt wird oder stirbt? How would we pray if we knew that the life or death of a person would be dependent on our prayer? Wir können erst richtig anfangen, zu Gott zu flehen. We can only then start to plea to God. Wenn wir erfassen, welche Rolle Gebet hat. When we understand the role that prayer plays. Welche Verheißung Gott auf Gebet legt. And which promises God has placed on prayer. Das Wort Gottes lehrt uns keinen Schicksalsglauben. The word of God does not teach us a belief in destiny. Sondern eigentlich genau das Gegenteil. But rather the opposite. Wir sehen immer wieder, wie das Gebet oder die Buße eines Menschen, we see time and time again how the prayer or repentance of a person, sogar schon längst beschlossenes Gericht Gottes verhindern kann. Can even prevent judgment of God that has been decided long ago. Gebet kann also alles verändern. So prayer can change everything. Gebet kann alles verändern. Prayer can change everything. Sogar den Willen oder den Ratschluss Gottes. Even the will or counsel of God. Das ist das Gegenteil von Schicksalsglauben. That's the opposite of belief in destiny. Das Wort Gottes lehrt uns. The word of God teaches us. Die Verheißung liegt eindeutig auf Gebet. The promise lies clearly in prayer. Die Verheißung, dass wir etwas von Gott empfangen. The promise that we receive something from God. Die Verheißung, dass sich etwas verändert. The promise that something changes. Und auch die Verheißung, dass ein Mensch gerettet wird. As well as the promise that somebody will be saved. Liegt auf Gebet. On prayer. Wir können erst anfangen, zu Gott zu flehen, we can only start to plead to God, wenn wir erfassen, dass es sein könnte, dass alles alleine von unserem Gebet abhängt. When we have understood that everything could possibly rest on our prayer. Wie können wir nun einen Geist des Flehens bekommen? Now, how can we receive a spirit of pleading? Ich möchte zum zweiten Punkt weitergehen. I would like to continue to the second point. Ich habe ihn genannt. I named it. Prevailing prayer oder travailing prayer. Prevailing prayer or travailing prayer. So wird im englischsprachigen Bereich das Gebet genannt, das überwindet oder das etwas zur Geburt bringt. This is how the prayer that overcomes or brings something to birth, it is called in the English speaking world. Ich möchte dir dazu einige Verse vorlesen aus dem Römerbrief. And I would like to read to you a few verses from the letter to the Romans. Römer 9 Vers 1 bis 4a. Romans 9 verses 1 to 4a. Da lesen wir etwas über die Voraussetzung für einen Geist des Flehens. There we read something about the prerequisites for a spirit of pleading. Ich möchte dir vorlesen. I would like to read to you. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bears me witness in the Holy Spirit. Dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. That I have great sorrow and unceasing anguish in my heart.
Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. Was für ein Herz. What a heart. Was für ein Gebet. What a prayer. Was für eine Identifikation. What an identification. Paulus spricht hier über die Voraussetzung für ein Geistesflehens. Paul talks here about the prerequisites for a spirit of pleading. Es ist eine Art heiliger Verzweiflung. It is a type of holy desperation. Die wirklich erfasst, worum es geht. That really grasps what it's about. Ich möchte etwas zitieren von Charles Finney. I would like to quote something by Charles Finney, der einer der größten Erweckungsprediger der Kirchengeschichte war. Who was one of the greatest revival preachers of the history of the church. Er schrieb in seinen Reden über Erweckung. He wrote in his lectures about revival. Und jetzt kommt das Zitat. And now the quote comes. Worin besteht der Gebetsgeist? What constitutes a spirit of prayer? In vielen und inbrünstigen Gebeten. Is it many prayers and persevering prayer? Nicht ausschließlich. Not necessarily. Der Gebetsgeist ist ein beständiges Bekümmertsein und ein ununterbrochenes Ringen um das Seelenheil der Unbekehrten. The spirit of prayer is a state of continual desire and anxiety of mind for the salvation of sinners. Es ist etwas, was schier zu Boden drückt. It is something that weighs Christians down. Es ist dasselbe Gefühl, das ein Mensch empfindet, wenn er irgendeiner zeitlichen Angelegenheit wegen beunruhigt ist. It is the same, so far as the laws of mind are concerned, as when a man is anxious for some worldly interest. Ein Kind Gottes, das diesen Gebetsgeist hat, ist um das Seelenheil seiner Mitmenschen bekümmert. A child of God that has the spirit of prayer feels anxious for souls. Seine Gedanken sind ständig damit beschäftigt und er sieht aus und handelt wie einer, der eine schwere Last auf dem Herzen hat. It is the subject of his thought all the time and makes him look and act as if he had a load on his mind. Er denkt den ganzen Tag über daran und träumt es nachts davon. He thinks of it by day and dreams of it by night. Mit einem Wort, er betet ohne Unterlass. With one word, he prays without ceasing. Das ist das Ende des Zitats. That's the end of the quote. Damit das in unserem Herzen passiert, so that this happens in our hearts, dafür müssen wir erfassen, worum es wirklich geht. We have to first understand what it's really about. Was es bedeutet, wenn Menschen nicht gerettet werden. What it means when people are not saved. Was ewige Verlorenheit wirklich bedeutet. What eternal lostness really means. Erst wenn wir das erfassen, only after we have understood this, dann können wir diese Trauer empfinden, von der Paulus in Römer 9 hier spricht. We can feel the sadness that Paul talks about here in Romans 9. Erst wenn wir das erfassen, only after we have understood this, dann können wir den Geist des Flehens empfangen. Can we receive the spirit of fleeing? Wir müssen die ganze geistliche Realität erfassen. We have to understand the whole spiritual reality. Bitte Gott um diese Gnade. Ask God for this grace, dass du das erfassen kannst. That you can understand this. Dass dein Herz weich wird. That your heart can become soft. Dass du die Schutzmechanismen hinter dir lassen kannst. That you can leave behind the protection mechanisms. So dass er dir den Geist des Flehens geben kann. So that he can give you a spirit of pleading. Warum? Why? Weil er dein Gebet entscheidend gebrauchen möchte. Because he would like to use your prayer in a decisive way. Vielleicht hängt alles von deinem Gebet ab. Maybe everything is determined by your prayer. Aber dafür brauchen wir diesen Geist des Flehens. And that's why we need the spirit of pleading. Gott möchte ihn uns geben. God would like to give it to us. Bitte ihn darum. Ask him for it. Dritter Punkt. Third point. In den Riss treten. Stepping into the gap. Ich möchte dir einen Vers vorlesen aus dem Propheten Hesekiel. I would like to read to you a verse from the prophet Ezekiel. Kapitel 22, der Vers 30. Chapter 22, verse 30. Da sagt Gott, there God says, ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. And I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Wie können wir uns dieses Bild vorstellen? How can we picture this image? Wenn eine Stadtmauer in biblischer Zeit Risse oder eine Bresche, also eine Lücke hatte, whenever a city wall during the time of the Bible had cracks or breach or a gap in it, sei es durch Verfall oder durch den Kampf um eine Stadt, be it through decadence or a battle for the city, dann konzentrierte sich bei einem Angriff sicherlich alles darauf, genau durch diese Bresche in die Stadt einzudringen. Then an attack on the city was certainly concentrated in penetrating into the city through this breach. Und so die Stadt zu erobern. In order to conquer the city.
Diejenigen Soldaten, die nun bereit waren, beim Angriff in die Bresche zu springen. Those soldiers who during the attack were willing to jump into the breach. In die Lücke in der Stadtmauer hineinzutreten. To step into the gap of the city wall. Die verteidigten die Stadt buchstäblich unter Einsatz ihres Lebens. They literally defended the city, putting their life on the line. Und zwar an der Stelle des größten Kampfes. And at the place of the most fiercest battle. Indem sich so ein Soldat in die Lücke der Stadtmauer stellte, by having a soldier going into the gap of the city wall, da erklärte er mit diesem Schritt, he declared by doing so, nur über meine Leiche. Only over my dead body. Ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch zwei Möglichkeiten. At this point, there were only two options. Entweder der Soldat trug den Sieg davon, überlebte und rettete die Stadt. Either the soldier was victorious and survived and saved the city. Oder er starb und die Stadt wurde erobert. Or he died and the city was conquered. Genau dieses Bild gebraucht der Herr in Hesekiel 22 für Gebet. This is the exact image that the Lord uses in Ezekiel 22 for prayer. Er sucht Menschen, die in den Riss treten. He is seeking people who will step into the gap. Sogar als Gegenüber für Gott gegen schon beschlossenes Gericht. Even as a counterpart to God against judgment that God had already determined long ago. Manchmal entstehen in der geistlichen Stadtmauer um das Leben eines Menschen herum. Sometimes in the wall, in the city wall of the of around people. Oder in der geistlichen Stadtmauer um eine Ehe oder Familie herum. Or in the spiritual city wall around a marriage or a family. Oder in der geistlichen Stadtmauer um einen Dienst oder eine Gemeinde herum. Or in the spiritual city wall around a church or a ministry. Manchmal entstehen in einer solchen geistlichen Stadtmauer Risse. Sometimes cracks come about in a city wall like this. Eigentlich möchte der Herr unser Leben perfekt schützen. Really, the Lord would like to perfectly protect our lives. Mit einer guten geistlichen Stadtmauer. With a good spiritual city wall. Manchmal ist diese Stadtmauer aber extrem geistlichen Angriffen ausgesetzt. But sometimes this spiritual city wall is exposed to attacks. Und manchmal zeigt sie vielleicht deshalb plötzlich Risse. And that's why sometimes there are cracks. Manchmal zeigt sie Risse, weil Menschen entmutigt oder ermüdet aufgehört haben zu kämpfen oder zu glauben. But sometimes it shows cracks because people have become discouraged and have due to tiredness have stopped praying or believing. Und manchmal reißen Menschen, Dienste oder Gemeinden diese Mauern selbst ein. And sometimes ministries or churches themselves tear down this wall. Durch falschen geistlichen Lebensstil. By having the wrong spiritual lifestyle. Durch falsche Maßstäbe. Or by having the wrong standards. Oder sie lassen es zu, dass Risse oder eine Bresche entsteht. Or they allow breach or cracks to arise. Manchmal haben Menschen diese schützende Stadtmauer zu großen Teilen selbst eingerissen. Sometimes people have destroyed large parts of this city wall. Oder sie haben sie komplett verloren. Or they've lost them completely. Dass sie ohne den Herrn leben. Because they're living without the Lord. Oder gegen seine schützenden Maßstäbe leben. Or even living against his protective standards. Die erbittertsten Angriffe, the fiercest attacks, werden genau auf die Lücken in der Stadtmauer geführt. Are drawn out at the place where the breach is. Darum kann eine solche Situation sehr ernst werden. That's how a situation like this can become very serious. Es kann dabei buchstäblich um Leben und Tod gehen. It can literally be about life or death. Das ruft nach Betern. This is calling for prayers. Und Gott ruft hier nach Menschen, die in den Riss treten. And God is calling for people who will step into the gap. Gott ruft nach Betern. God is calling for prayers. Die mit derselben Entschlossenheit beten, who pray with the same determination, mit derselben Hingabe ihres Lebens, with the same commitment of their lives, wie es in biblischen Zeiten ein solcher Soldat tat, just like a soldier did during the times of the Bible, wenn er in den Riss treten wollte, whenever he wanted to go into the gap, wenn er in die Bresche sprang, whenever he jumped into the breach, dann war der Ausdruck seiner Hingabe war, then the expression of his commitment was, nur über meine Leiche, only over my dead body. Gott sucht Beter, God is looking for prayers, die so beten, who pray like this, die für andere Menschen so beten, who pray for other people like die this, in die Bresche springen, who jump into the breach, und die sagen nur über meine Leiche, and who say only over my dead body. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, Jesus says in John 15, verse 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Greater love has no one than this, than that someone lay down his life for his friends. Und das können wir auch im Gebet tun. And we can also do this in prayer. Wir können unser Leben in die Waagschale werfen. We can throw our lives into the balance. Mit einem sehr kühnen und entschlossenen Gebet in die Bresche springen. With a very bold and determined prayer, we can do this. Und wir können sagen, nur über meine Leiche. And we can say only over my dead body. Ich lade dich ein. I invite you.
Wirf dein Leben im Gebet in die Waagschale. Throw your life in prayer into the balance. Spring in die Bresche. Jump into the breach. Bete nicht harmloses Gebet. Don't pray a harmless prayer. Sondern sei kühn. But rather be bold. Und wirf dein Leben in die Waagschale. And throw your life into the balance. Mit diesem Ausdruck, den ein Soldat damals hatte. With the expression that a soldier back then had. Nur über meine Leiche. Only over my dead body. Bete kühn und entschlossen. Pray boldly and determinedly. Vierter Punkt. The fourth point. Argumente für den Herrn. Arguments for the Lord. Manche Christen nehmen ihr eigenes Gebet als tatsächliche Bitte nicht wirklich ernst. Some Christians take their own prayer as request not really seriously. Das zeigt sich auch an folgendem Detail. This is shown in the following detail. Manchmal machen sich Christen kaum die Mühe, Argumente für ihre Gebetsanliegen zu finden. Sometimes Christians hardly put in effort to find arguments for their own prayer requests. Schauen wir uns doch mal an, wie Kinder das machen. Let's just take a look at how children do it. Wenn Kinder sich etwas wirklich von ihren Eltern wünschen, if children really want something from their parents, dann können sie unglaublich aktiv und kreativ werden. Then they can become incredibly active and creative. Und sie finden eine Menge Argumente, um das zu bekommen, was sie wollen. And they find a whole bunch of arguments in order to get what they want. Das tun Kinder auch dann, wenn sie ganz liebevolle Eltern haben. This is what kids do even if they have very loving parents. Und wenn sie ganz großzügige Eltern haben. And even if they have very generous parents. Und wenn sie eigentlich davon ausgehen können, dass sie ihre Eltern ihnen gerne etwas schenken. And even if they can assume that their parents would love to give them something as a gift. Aber trotzdem. And yet, wenn es ihnen wichtig ist. If it's important to them. Dann finden sie eine Menge Argumente. They'll find a ton of arguments. Warum sie das bekommen sollen. Why they should get it. Und zwar jetzt sofort. And right now. Was zeigt uns das? What does that show to us? Auch wenn sie sehr liebevoll und großzügig Eltern haben, even if they have very loving and generous parents, ist Kindern eins durchaus bewusst. Kids are aware of something. Wenn sie um das teure Spielzeug außerhalb vom Geburtstag oder Weihnachten jetzt bitten, if they're asking for an expensive toy and it's not their birthday or Christmas, dann ist ihnen bewusst, then it is aware that, dass sie das nicht bekommen würden normalerweise. That they otherwise wouldn't get that. Und deswegen bitten sie sehr entschlossen darum. And that's why they ask in a very determined way for it. Und finden Argumente dafür. They find arguments for it. Sie nehmen ihre Bitte ernst. They take their request seriously. Sie bitten tatsächlich ganz ernsthaft um etwas. And they ask seriously for something. Und so kann es dann durchaus sein. And so it could be. Dass außerhalb von Geburtstag und Weihnachten that outside of their birthday or Christmas, sie ein ganz besonderes Geschenk bekommen. They will receive a very special present. Vielleicht auch ein etwas teures. Maybe something expensive. Einfach nur aus einem Grund. Just for one reason. Weil sie darum gebeten haben. Because they asked for it. Ansonsten wäre es nie passiert. Otherwise, it never would have happened. Wir sehen in der Bibel immer wieder Vorbilder. We see in the Bible time and time again role models. Die dasselbe im Gebet tun. Who do the same in prayer. Abraham oder Mose. Abraham or Moses. Auch andere Vorbilder. And other role models as well. Die Gott im Gebet wichtige Argumente brachten. Who brought before God important arguments in prayer. Für ihr Gebetsanliegen. For their prayer requests. Die nicht nur gebetet haben. Who didn't just pray. Sondern Argumente gebracht haben. But rather brought arguments. Ein Beispiel. An example. 4. Mose 14. Is in Numbers 14. Ab Vers 12. Starting with verse 12. Vorher fragt der Herr schon. Before that the Lord asks. Wie lange lästert mich dieses Volk? How long will this people bother me? Er spricht dabei vom Volk Israel. He's talking about the people of Israel. Und dann geht es weiter ab Vers 12. And then continues with verse 12. Gott sagt, and God says, ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich, er spricht zu Mose, dich zu einem größeren und mächtigeren Volk machen als dieses. I will strike them with the pestilence and disinherit them and I will, he's talking to Moses, make of you a nation greater and mightier than they. Und dann fängt Mose an zu bitten. And then Moses starts to ask. Und er bringt Argumente. And he brings arguments. Ab Vers 13 lese ich. Starting with verse 13 I'm reading. Mose aber sprach zu dem Herrn, dann werden es die Ägypter hören, denn du hast dieses Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt. But Moses said to the Lord, then the Egyptians will hear of it, for you brought up this people in your might from among them. Auch wird man es zu den Bewohnern dieses Landes sagen, die da gehört haben, dass du Herr unter diesem Volk bist, dass du von Angesicht gesehen wirst und dass deine Wolke über ihnen steht und dass du Herr vor ihnen hergehst in der Wolkensäule am Tag und in der Feuersäule bei Nacht. And they will tell you, the inhabitants of this land, they have heard that you, O Lord, are in the midst of this people. For you, O Lord, are seen face to face, and your cloud stands over them, and you go before them in a pillar of cloud by day and in a pillar of fire by night. Würdest du nun dieses Volk töten wie einen Mann, so würden die Völker, die solch ein Gericht über dich hören, sagen. Now if you kill this people as one man, then the nations who have heard your fame will say,
Der Herr vermochte es nicht, dies Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hatte. Darum hat er sie hingeschlachtet in der Wüste. It is because the Lord was not able to bring this people into the land that he swore to give to them, that he has killed them in the wilderness. Mose argumentiert. Moses is arguing. Er sagt, Gott, das kannst du nicht tun. He's saying, God, you can't do this. Was würden all die Völker sagen? What would all the peoples think? Schau mal, Gott, es geht um deine Ehre. Take a look, God, it's about your honor. Du kannst das nicht machen. You can't do this. Was werden die Völker alle sagen? What will all the people say? Und dann bittet Mose um Gnade und um Vergebung für das Volk Israel. And then Moses asks for grace and for forgiveness for the people. Und dann heißt es in Vers 20. And then it says in verse 20. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Then the Lord said, I have pardoned according to your word. Hast du wichtige Gebetsanliegen? Do you have important prayer requests? Betest du dringend für die Rettung eines Menschen? Are you urgently praying for the salvation of a person? Mach doch dasselbe. Do the same. Sammle doch einmal entschlossen alle Argumente, die dafür sprechen, dass der Herr diesen Menschen unbedingt retten muss. In a determined way, collect all the arguments that are indicative of the fact that the Lord should save this person. Nimm dein eigenes Gebet als Bitte ernst. Take your own prayer as a request seriously. So wie wir das Beispiel von den Kindern hatten. Just like we had this example of the children. Die wussten, dass sie vielleicht jetzt so zwischen Geburtstag und Weihnachten kein teures Geschenk kriegen würden. They knew that they probably wouldn't get an expensive toy between their birthday and Christmas. Es sei denn, dass sie wirklich darum bitten. Except for them asking for it. Und vielleicht wichtige Argumente dafür haben. And maybe having important arguments. Warum sie es bekommen sollten. As to why they should warum receive it. Jetzt? And why now? Finde die Argumente heraus. Find out the arguments. Und ein ganz besonders wichtiges Argument ist dabei die Ehre Gottes. And a very special argument here is about the honor of God. Und man sieht es bei Mose, bei Abraham. And you can see this with Moses and Abraham. Und bei anderen. And with others. Und es ist etwas, was das Herz Gottes sehr berührt. And it's something that really touches the heart of God. Wenn Menschen auch gleichzeitig beschäftigt sind mit der Ehre Gottes. When people are very mindful of the honor of God. Wo macht es Gott keine Ehre, wenn dieser Mensch nicht gerettet wird? And where does God not receive honor if this person is not saved? Oder umgekehrt. Or on the other hand. Wie sehr würde der Herr es dem Herrn Ehre machen, wenn der Herr dieses Wunder tun würde? How much honor the Lord would receive if he would do this miracle? Bring das als Argument. Bring this as an argument. Und bitte mit Argumenten. And please and ask with arguments. Ich komme zum fünften Punkt. I'm coming to the fifth point. Gebet für nahe Angehörige. Prayer for near relatives. Beziehungsweise noch etwas spezieller. Or actually a little bit more specific. Gebet für verlorene Kinder. Prayer for lost children. Wir haben in unserer eigenen Familie erst eine große Katastrophe erlebt. In our own family, we first experienced a big disaster. Und dann noch ein viel, viel größeres Wunder. And then a much, much bigger miracle. Viele haben mit dafür gebetet. A lot of people prayed with us for this. Ich möchte die Geschichte jetzt nicht erzählen. I don't want to say the story right now. Aber ich möchte dir ein paar Worte weitergeben, die mir dabei wichtig geworden sind. But I would like to pass on a few words for you that became important to me. Mache das mit ABC und so weiter. I'm going to do this with ABC. Also fünftens A. So fifth A. Malachi 3, Vers 23 und 24. Malachi 3, 23 and 24. Das sind die letzten Verse unseres Alten Testaments. These are the last verses of the Old Testament. Da heißt es. There it says. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the great and awesome day of the Lord comes. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. And he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with the decree of utter destruction. Ist das nicht interessant? Isn't it interesting? Das Herz der Väter soll zu den Kindern bekehrt werden. That the hearts of the fathers shall be turned to the children. Das steht hier zuerst. That's what's written here first. Und dann kommt erst als zweites, and then the second point is, dass auch das Herz der Söhne sich zu ihren Vätern bekehre. That the hearts of children will turn to their fathers. Wenn sich in uns Menschen in unserer nächsten Umgebung von Jesus abwenden, if people right around us turn away from Jesus, und ihre eigenen Wege gehen, and they go their own ways, oder sie sich nicht bekehren wollen, or that they don't want to convert, dann ist es wichtig, dass wir uns selber fragen. Then it's important that we ask ourselves. Was hat das mit mir selbst zu tun? What does that have to do with me? Was habe ich verpasst? What did I miss? Wo war ich kein gutes Vorbild? Where was I not a good role model? Wo bin ich wirklich auch schuldig geworden? Where have I really become guilty? Was muss sich in meinem Leben ändern? What has to change in my life? Ich möchte dazu aber auch Folgendes sagen. But I would also like to tell you the following.
auch aus Erfahrung mit anderen Eltern. From experience with other parents. Wenn wir beim Beispiel bleiben vom Gebet für verlorene Kinder. If we stick with the example praying for lost children. Kannst du es übertragen auf andere nahe Angehörige oder Freunde? You can transfer it to other people who are near to you in your family or friends. Ich habe immer wieder gesehen, dass es zwei Gruppen dabei gibt. I've seen many times that there are two groups. Manche Eltern sind gefangen in Selbstvorwürfen. Some parents are captive in their own in accusing themselves. Und zermartern sich darüber, was sie falsch gemacht haben. And get really mad themselves about what they did wrong. Andere Eltern, other parents, sehen nur die eigene Verantwortung und die eigene Entscheidung des Kindes. Only see the own responsibility and decisions of the children. Sie beten zwar für Rettung, they do pray for salvation, aber ohne ihr eigenes Leben anzuschauen. But without taking a look at their own life. Beide Extreme sind nicht gut. Both extremes aren't good. Ich möchte dir dazu jetzt noch als Punkt B aus den Klageliedern etwas vorlesen. And now I'd like to read to you Point B from Lamentations. Klagelieder 2, Vers 18 und 19. Lamentations 2, verses 18 and 19. Dort heißt es, there it says, schreie laut zum Herrn, klage du Tochter Zion, lass Tag und Nacht Tränen herabfließen wie ein Bach, höre nicht auf damit und dein Augapfel lasse nicht ab. Their heart cried out to the Lord, O wall of the daughter of Zion, let tears stream down like a torrent day and night. Give yourself no rest, your eyes no respite. Steh des Nachts auf und schreie zu Beginn jeder Nachtwache. Schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser. Hebe deine Hände zu ihm auf, um des Lebens deiner jungen Kinder willen, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Arise, cry out in the night, at the beginning of the night watches. Pour out your heart like water before the presence of the Lord. Lift up your hands to him for the lives of your children who faint for hunger at the end of every street. Wenn du das Buch der Klagelieder durchliest, if you read through the book of Lamentations, dann findest du immer wieder ähnliche Aussagen. Then you will find very similar statements. Das Gebet für die junge Generation. Prayer for the young generation. Das Gebet, aber auch die Trauer um die Kinder. Prayer, but also the sadness for young children. Die Klagelieder drücken dabei immer wieder aus. And the lamentations expresses many times. Meine Kinder sind gefangen weggeführt worden um meiner eigenen Schuld willen. My children have been exiled as captives due to my guilt. Und manchmal ist das so. And sometimes this is the case. Dass es mit unserem eigenen Leben zu tun hat. That has to do with our own lives. Und dass wir das sehen müssen. And that we have to see this. Und gleichzeitig sagt das Wort Gottes auf der anderen Seite. And at the same time, on the other hand, the word of God says, in Römer 8, Vers 1, in Romans 8, verse 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Und deswegen beide Extreme sind nicht gut. And that's why both extremes aren't good. Wir können nur mit Glaube für unsere Kinder beten, wenn wir Vergebung annehmen. We can only pray with faith for our children if we receive forgiveness. Wir können nur mit der richtigen Haltung für unsere Kinder beten, wenn wir unser Herz zu unseren Kindern bekehren lassen. And we can only pray with the right attitude for our children if we allow our hearts to be turned. Und deswegen lade ich dich ein. And that's why I invite you. Schau dein eigenes Herz an. Take a look at your own heart. Schau dein eigenes Leben an. Take a look at your own life. Lass dein Herz bekehren zu deinen Kindern. Let your heart be turned to your children. Bitte den Herrn um Vergebung. Ask the Lord for forgiveness. Für das, was du verpasst hast. For what you missed. Für das, was du falsch gemacht hast. For what you did wrong. Lass dein Leben sich ändern. Allow your life to be changed. Lass den Herrn dich rufen, dass dein Leben sich ändert. Allow the Lord to call you to change your life. Und dann nimm Vergebung an. And then receive forgiveness. Und bete mit Glaube. And pray with faith. Um Errettung. For salvation. Wie gesagt, as I said, wir können nur mit Glaube für unsere Kinder beten, wenn wir Vergebung annehmen. We can only pray with faith for our children if we receive forgiveness. Und wir können nur mit der richtigen Haltung für unsere Kinder beten. We can only pray with the right attitude for our children. Wenn wir unser Herz zu unseren Kindern bekehren lassen. If we allow our hearts to be turned to our children. Ich möchte noch zu Punkt C kommen. And now I'd like to come to point C. Ich möchte dir lesen aus 1. Korinther 7, Vers 14. I would like to read to you from 1 Corinthians 7, verse 14. Wie gesagt, ich möchte dir einfach einige Bibelstellen weitergeben, die mir selbst wichtig geworden sind. As I said, I would just like to pass on a few Bible verses that have become important to me. 1. Korinther 7, Vers 14. 1 Corinthians 7, verse 14. There it says, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann, sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children will be unclean, but as it is, they are holy. Dieser Vers hat eine unglaublich starke Aussage. This verse makes an incredibly powerful statement. Etwas sehr Ermutigendes. It's something very encouraging. Dieser Vers zeigt, welchen gewaltigen geistlichen Einfluss wir auf das Leben von nahen Angehörigen haben.
This verse shows how much of an influence that we have on those who are around us. Ein gewaltiger geistlicher Einfluss. A huge spiritual influence. Den du auf nahe Angehörige hast. That you have on close family members. Hier heißt es, sonst wären eure Kinder unrein, wenn das nicht so wäre. Here it says, otherwise your children would be unclean. Nun aber sind sie heilig. But as it is, they are holy. Einfach nur, weil ein Elternteil gläubig ist. Just because one parent is a believer. Heißt es, die Kinder sind heilig. It means that the children are holy. So einen großen geistlichen Einfluss hat dein Leben auf nahe Angehörige. That's how much of a spiritual influence your life has on near family members. Das ist so ermutigend. That's so encouraging. Bete so. Pray like this. Bete mit diesem Glauben für deine nahen Angehörigen. Pray with this faith for your close family members. Für deine Kinder. For your children. Für deinen Ehepartner. For your spouse. Für andere Angehörige. For other family members. Du hast großen Einfluss. You have a lot of influence. Ein weiterer Vers noch. Another verse. Punkt D. Point D. Lukas 15, Vers 20. Luke 15, verse 20. Das ist aus der Geschichte des verlorenen Sohnes. That's the parable of the prodigal son. Und dort heißt es also in Vers 20. And there it says in verse 20. Der verlorene Sohn ist in sich gegangen und macht sich nun auf zurück zu seinem Vater. The lost son came to his senses and makes his way to his father. Und da heißt es also. And there it says. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. And he arose and came to his father. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Der Vater läuft dem Sohn entgegen. The father goes out to the son. Er hat ihn schon von weitem kommen sehen. He already saw him coming from a far distance. Menschen, die beten für ihre nahen Angehörigen oder auch für andere Menschen. People who pray for close family members or other people. Und die entschlossen beten. And who are praying determinedly. Im Geist des Flehens beten. Who are praying with a spirit of plea. Die wirklich erfassen, worum es geht. Who really understand what it's about. Die nehmen es wahr, schon aus großer Entfernung, wenn die ersten Schritte Richtung zum himmlischen Vater getan werden. They can see even from a far distance when these people go the first steps to the heavenly father. Wenn du bei den Menschen, für die du betest, schon diese ersten Schritte siehst. If you already see these first steps in the lives of the people who you're praying for. Wenn du siehst, wie sie von weitem, wenn du von weitem siehst, wie sie sich nähern. If you see from a distance how they are approaching. Wie sie anfangen zum himmlischen Vater umzukehren. And how they are starting to turn back to the heavenly father. Dann habe ich eine Bitte an dich. Then I have a request for you. Mach es genauso wie der Vater in dieser Geschichte. Please do it just like the father did in this story. Mach es genauso wie der himmlische Vater es tut. Do it just like the heavenly father does. Lauf ihnen entgegen. Go out to them. Zeig ihnen deine ganze Liebe. Show them all of your love. Deine eigene Liebe. Your own love. Aber auch die Liebe Gottes. As well as the love of God. Mach es genauso wie der himmlische Vater. Do it just like the heavenly father. Wie der Vater in dieser Geschichte. And the father in this story. Lauf ihnen entgegen. Go out to them. Fall ihm um den Hals. Embrace them. Und küss ihn. And kiss them. So ist der himmlische Vater. That's how the heavenly father is. Gott möchte dein Gebet gebrauchen. God would like to use your prayer. Gott möchte in deinem Leben und im Leben deiner Angehörigen ein Riesenwunder tun. God would like to do a huge miracle in your life and those around you. Gott ist ein Gott, der rettet. God is a God who saves. Aber dein Gebet ist wichtig. But your prayer is important. Er will dein Gebet gebrauchen. He wants to use your prayer. Als ein mit einem Geist des Flehens. With a spirit of plea. Mit einem Gebet, das etwas zur Geburt bringt. With a prayer that births. Mit einem Gebet, das in die Bresche springt. With a prayer that jumps into the mit breach. Einem Gebet, das sagt nur über meine Leiche. With a prayer that says only over my dead body. Mit einem solchen Gebet. With a prayer like this. Möchte Gott dich gebrauchen. Is what, how God wants to use you. Und er möchte ein Riesenwunder in deinem Leben tun. And he wants to do a huge miracle in your life. Auf deinem Gebet liegt die Verheißung. The promise lies in your prayer. Und deswegen ermutige ich dich. And that's why I encourage you. Bete so. Pray like this. Und ich möchte noch für dich beten. And now I'd like to pray for you. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Du bist der Gott, der rettet. You are the God who saves. Und in deiner Macht ist es, Menschen zu retten. And it is in your power to save people. Es ist deine Gnade allein, die rettet. It is your grace alone that saves. Es ist dein Name allein, der rettet. It is your name alone that saves. Und trotzdem möchtest du uns gebrauchen. And yet you want to use us.
Du möchtest uns gebrauchen mit unserem Gebet. You want to use us with our prayers. Du suchst nach Menschen, die in die Bresche springen. You are looking for people who jump into the breach. Du suchst nach Menschen mit einem Herzen, wie es Paulus hatte. You are looking for people who have a heart just like Paul did. Wie es Mose hatte. Just like Moses did. Menschen, die ringen im Gebet. People who are wrestling in prayer. Menschen, die alle Argumente suchen, die es gibt. People who are looking for all arguments that there are. Menschen, die in die Bresche springen. People who jump into the breach. Menschen, die sagen nur über meine Leiche. People who say only over my dead body. Menschen, die bereit sind, einen Geist des Flehens zu empfangen. People are willing to receive und in eine Art von Gebet hineinzugehen, and to enter into a type wo of prayer, sie einfach das zur Geburt bringen, in which they birth that, dass jemand gerettet wird. That somebody is saved. Und ich lade dich ein, über allen, die diese Sendung schauen, and I invite you over all those who are watching this, dass du kommst mit neuen Dimensionen von Gebet, that you come with new dimensions of prayer, und besonders neue Dimensionen von Gebet für Errettung, and especially with new dimensions of prayer for salvation. Ich bete um diesen Geist des Flehens. I pray for this spirit of plea. Ich bete um Gebet für Erweckung. I pray for prayer for revival. Wie es in allen Erweckungszeiten immer wieder war. Just like how in times of revival, dieses Flehen um Errettung, there was this pleading for salvation, Flehen um Gnade, pleading for grace, Flehen um Durchbrüche, pleading for breakthroughs. Ich bete um diesen Geist des Flehens. I pray for the spirit of pleading. Ich bete um einen kühnen Geist im Gebet. I pray for a bold prayer of spirit. Ein Geist von Menschen, die in die Bresche springen. A spirit of those who jump into the breach. Die ihr Leben wirklich in die Waagschale werfen. Who throw their lives into the balance. Und die sagen nur über meine Leiche. And who say only over my dead body. Und die ringen um das Leben von Menschen. And who are wrestling for the lives of people. Ich bete um einen solchen Geist des Gebets. I pray for a spirit of prayer like this. Dass du ihn ausgießt auf jeden, der diese Sendung schaut. That you will pour it out over all those who are watching. Und du sehnst dich danach. And you are desiring. Du suchst nach solchen Menschen. And you're looking for people like this. Wir geben uns dir hin dafür. And we give ourselves up to you for this. In deinem Namen, Jesus. In your name, Jesus. Amen. Amen.